Dickes Danke an Leo, der mich hier drauf aufmerksam gemacht hat. Oh mein Gott, da ist sie. Hallo. Hey, wie geht's dir? Oh, mir geht's auch gut. Set Game My Side? I don't know. Set Title. Zeit für Horror. Und süße Anime-Mädchen. Das wird so cringe, ja? Das ist immer ein Vorschaubild, wie sich das verändert. Das sieht ja viel besser aus jetzt. So, Chat. Ich will aber nicht, dass ihr Komplimente macht. Ich bin sehr eifersüchtig. Das ist meine Freundin, okay? Sucht euch eure eigene Anime-Freundin. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich teile nicht gerne. Ihr wollt nicht sehen, wie ich den Tiger erwecken lasse, wenn ihr euch an mein Mädchen ranmacht. Kamera wackeln, okay. Spielerstimme, oh. Ich höre kaum was, nur ganz leise. Untertitel? Ich habe keine Ahnung. Das sieht toll aus. Nice. Los geht's. Die Punkte von der Prediction? Oh, sorry. Hallo, ich heiße... Verdecke ich das, Chat? Nee, ist okay so, ne? Ha... Soll ich... Ich kann kein... Oh mein Gott. Hallo, hallo. Hi. Hallo, ich heiße Meta. Und wie heißt du? Ich? Oh. Nenn mich einfach den Schwabbelnator. Mr. Schwabbelnator für dich, Süße. Noch. Oh, passt nicht hin. Vergiss das, Mister. Freut mich, dich kennenzulernen, Schwabbelnator. Die Freude ist ganz meinerseits, Kleine. Schwabbelnator. Letztens war ich ja so in Eile und habe hier ein ziemliches Durcheinander hinterlassen. Oh. Könntest du mir beim Aufräumen helfen? Aber na klar, ich helfe dir doch gern, aber das sind deine Klamotten. Ist das auch wirklich okay für dich? Das hier zum Beispiel, das ist doch der Rock, den du gestern erst anhattest. Ich bringe ihn für dich zum Wäschekorb, wenn das okay ist. Bleib du hier und ruh dich ein bisschen aus, dein Tag war bestimmt anstrengend. Oh, und das ist das T-Shirt, das du immer zum Schlafen anziehst. Auch das habe ich in den Wäschekorb gebracht. Ich gehe eben nach nebenan und suche danach weiteren Klamotten. Oh, deine Socken, Alter. Wieso guckt ihr den Mann? Das weiß ich. Oh, Sniffer! Chat, ihr snifft mit? Oh, hier sind ihre Pyjamas, Chat. Und sie ist über 18, okay? Definitiv über 18. Ja, alles legal. Puh, vielen Dank. Hey, nicht dafür. Wann immer deine gebrauchte, benutzte Wäsche durch die Wohnung verstreut liegt, kannst du mich anrufen. Ich helfe dir gern. Tag 2. Hallo Isabel. Oh, danke schön. 65 Monate schon. Wieso schreibst du immer so gemeine Nachrichten? Warum schreibst du nicht mal, hey, oh mein Gott, schon so lange.
Hashtag BFF, Hashtag Nice Content, Hashtag Ich bereue keinen einzigen Tag oder so. Was für ein schönes Paar, ihr seid TWNL, TWNMHM. Hey, Dankeschön. Vielen Dank. Danke Marasina für die 22 Monate. Und danke Larry für die 27 Monate. Wenn du auf gebrauchte Socken stehst, ja? Die kannst auf extra Seiten kaufen. Riechen auch besonders streng. Ja, aber ich hab... Ja, genau wegen solchen Content bin ich hier. Es ist wie ein Unfall. Danke dir. Okay, Mara, danke für die 17 Monate. Ja, aber ich werde kein Geld dafür ausgeben. Habe heute einem Bekannten gesagt, ich schaue voll gerne diesen Schwabbelton. Wie erkläre ich jetzt, was das eben war? Es gibt nichts zu erklären. Nichts, wofür du dich rechtfertigen müsstest. Lass es einfach geschehen und steh dazu. Hi, Schwabbelnator. Ich hab Hunger. Also, ich würde gern etwas essen. Wahrscheinlich, hast du meine Kochstreams gesehen? Ein Wort und ich zauber dir das beste Gericht deines Lebens. Könntest du mir die Zutaten für Hühnersuppe kaufen? Oh, ja klar, ich kann für dich einkaufen gehen. Guten Abend und schönen Gruß an die Vanessa auf dem Sofa. Sie reibt sich sogar so den Bauch, weil sie so Hunger hat. Oh mein. Oh, sie kriegt ein Herz, wenn ich sie antippe. Ich bin gleich wieder da, Schatz. Ich lasse dich doch nicht gerne allein. Jede Sekunde ohne dich fühlt sich für eine Ewigkeit an. Ich bin gleich wieder da. Mein Honigputzi-Putzi-Putzi-Putzi. Essen. Hühnersuppe. Du kaufst Zutaten für Hühnersuppe. Du kauftest Zutaten für Hühnersuppe gekauft. Ich kaufte Zutaten für Hühnersuppe gekauft. Boah, genau das brauche ich. Nun lass uns gemeinsam kochen, ja? Schneid das Gemüse in Scheiben. Hey, oh mein Gott, schon so lange Rauten Nice Content traute, ich bereue keinen einzigen Tag TWN Cringe zufrieden? Ja, Isabel, schneid dir da mal eine Scheibe ab hier, du Stück. Cine, danke für die 41 Monate und Roffel, danke für die 20 Monate. Vielen lieben Dank. Puh, was als nächstes? Die Kartoffel? Na klar, überlass das mir, Kleine. Hey, Schwabbelnator. Heute will ich einen etwas günstigeren Fernseher kaufen. Er ist tragbar und hat eine Antenne, also würde ich ihn gerne mitnehmen, wenn ich spazieren gehe. Warte, in welchem Jahrhundert lebst du? Guck doch auf Handy. Vergiss nicht, du kannst Spiele spielen, um Geld zu verdienen. Wirst du spielen, etwas Geld verdienen und mir dann diesen kleinen Fernseher kaufen? Oh. Warte. Sie will mich ins Glücksspiel treiben? Und will dann, dass ich ihr Sachen kaufe? Meta! Ich meine, hättest du doch nur etwas gesagt, ohne mich irgendwie ins Glücksspiel treiben zu wollen, dann ich hätte dir jeden Traum erfüllt. Aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Es fühlt sich fast so an, als ob du mich nur meines Geldes wegen und nicht wegen meiner Liebe zu dir und meinem krassen Aussehen und meiner krassen Muskeln und meinem hohen intellektuellen Stand als Freund hast. Spiele Minispiele, um Geld zu verdienen. What? Warte, die darf ich alle spielen? Chat, was spielen wir? Welches sieht am lustigsten aus? Wir haben 50 Coins. Oh nein, Energie. Achso, wir haben 20 Energieeinheiten. Achso, dann können wir nur bis hierhin spielen. Oh, scheiße. Okay. I don't know. Okay, warte. Hey, stopp, warte. Das war nicht das, was... Ich
Ich bin ein Genie. Was machen wir hier? Reparieren wir die? Solange es Geld bringt und ich meinem Schatz ihren Fernseher kaufen kann, würde ich alle möglichen Aufgaben erledigen. Ganz egal, wie langweilig oder einfach oder schwer die auch sein mögen. Okay, wir haben ziemlich viel Kohle gemacht, Chad. Zeit, dir den Fernseher zu kaufen. Oder sollen wir noch weitere Minispiele spielen? Oh. Der Wäschekorb ist ziemlich rot, oder? Der Wäschekorb? Hurra, jetzt haben wir genug Geld, um mir einen Fernseher zu kaufen. Kauf einen kleinen Fernseher. Da, weiß ich nicht, rotes Bettlaken drin oder so. Als ob sie da jetzt rote Suppe, als ob sie da jetzt irgendwie einen Haufen Blut drin hat. Okay, wie kaufe ich dir deinen Fernseher, Schatz? Möbel. Tragbarer Fernseher. Ja, das günstigste und am einfachsten mitnehmbare. Genau das, was ich brauche. Babe. No front, aber das hört sich ein bisschen an, als ob du mir Vorwürfe machst, dass ich dir nur billigen Kram kaufen kann. Und es hört sich so an, als ob du dich halt nicht nur bei Fernsehern, sondern allgemein mit dem günstigsten zufrieden gibst. Rudi TVNH. Hört sich so an, als ob... Bin ich billig oder so? Schatz, sag das doch nicht. Du hast nur das Beste verdient. Du bist doch meine Prinzessin. Oh, danke schön. Nicht dafür. Danke für die 37 Monate. Schwabelnator, ich bin ja so froh, dass du mir wieder hilfst. Außerdem, der Fernseher war zwar cool, aber leider ging er recht schnell kaputt. Im Gegensatz zu unserer Beziehung, Babe. Die ist unzerstörbar. Die wird ewig währen. Ich liebe dich. Nun, bitte hilf mir doch, den Schrank zu verschieben. Na klar, geh beiseite. Er ist nämlich sehr, sehr schwer. Meine kleine Prinzessin findet den Schrank also sehr, sehr schwer und braucht ein bisschen Hilfe vom großen Schwabelnator. Geh mal beiseite. Boah, vielen Dank. Du bist ein Schatz. Ja. Oh, Schwabelnator. Es ist erst ein Tag her, aber ich habe dich schon vermisst. Ich wünschte, du würdest mich öfter besuchen. Hä? Ich... Guck doch jeden zweiten Tag, hä? Gib mir ein Geschenk. Okay. Hier. Hätten wir da vorher reingucken sollen? Ist das für mich? Danke, danke, danke. Hey, hey, Schwabelnator. Also, ich hab nachgedacht. Und ich möchte dich sehen. Persönlich. What? Aha. Ich wünschte nur, ich könnte. Ich mag dich wirklich sehr. Du tust jeden Tag etwas für mich. Ich würde mich so gern bei dir bedanken. Irgendwie. Hey. Hey. Diese süßen Worte von dir zu hören, das ist schon Dank genug und mehr, als ich je verlangen könnte. Meta, auch ich wünschte, wir könnten zusammen sein. Aber du bist ein Videospiel und ich bin ein echter Mensch. Ich wollte dein Herz jetzt nicht brechen, tut mir leid. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Oh, okay. Was für eine Idee? Du bist jetzt bei mir.
Leg das Handy weg. Ja. What the fuck? Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Wo bin ich? Bin ich im Spiel? Oh mein Gott, Chat, wir sind im Videospiel. Wir sind bei Meta. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich sein könnte, aber... Wow. Jetzt können wir wirklich zusammen sein. No, it's a trap. Clever book. Hallo, Herzchen. Oh mein Gott, hat sie mich schon erwartet? Ich muss gegen Türen laufen, um sie zu öffnen, okay? Oh mein Gott, Chat, das ist ihr Zimmer. Wow. Ich, ich war vorher noch nie im Zimmer eines Mädchens. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Pink und Spiegel und Schminke. Sie hat Glück gehabt, dass ich mich nicht bücken kann, sonst hätte ich voll an den Sandalen geschnüffelt. Meta? Meta, wo bist du? Bin ich wirklich im Spiel? Veraltete Version des Spiels, Version 1.5. Programm starten, um Update durchzuführen. Sollten wir ein Upgrade durchführen? Das muss die Haustür sein, die kriege ich nicht auf. Esszimmer plus Küche. Chat, ich liebe offene Küchen, ne? Ich finde das schön, wenn das so offen gestaltet ist und... Stellt euch vor, ihr macht so Essen und... Währenddessen eure bessere Hälfte guckt gerade Fernsehen oder so. Ist irgendwie süß. Ich glaube, wir müssen das Update machen. Boop. Bringe die Sachen zum Scanner. Die Sachen? Ein Löffel, ein Kugelschreiber und eine Blüte oder so. What? Löffel, Kugelschreiber, Blüte. Löffel. Na los, Chat, helft mir. Ich will meine Freundin endlich in den Arm nehmen können. Hier. So ein Stift. Zwei Items fehlen noch. Aber den Löffel können wir schon mal ablegen. Hier ist ein Kugelschreiber. Oder Bleistift. Hatten wir im Badezimmer irgendwas Blumenartiges? Oh, hallo. Scanne die Sachen und starte den Vorgang. What? Portal ist aktiviert. Ich bin noch gar nicht bei ihr. Ich porte jetzt erst rüber. Alles für meine Waifu. Schalte den Strom wieder ein, in Klammern an der Haustür. Okay. Ich bin ein kleines Schweinchen,
Ha. Great, danke für die 27 Monate. Hallo. Meinte, sie ist gerade in ihrem Zimmer und schläft? Oder in der Küche und macht mir was zu essen? Finde die Serverbatterien und lege sie wieder in das Gerät ein. Oh ja, das war irgend so eine Röhre. Klar. Siehst du mich denn nicht? Oh! Lust zu spielen? Oh! Chat, sie sieht uns schon, aber wir sehen nicht. Könnte sein, dass sie gerade auf dem Klo sitzt, aber wir bemerken das nicht. Könnte sein, dass sie um uns herumtanzt und sagt, hey, ich bin hier, schau mich an. Aber wir kriegen nichts mit. Stell dich vor, wir gehen auf Toilette, während sie auf Toilette sitzt. Ohne es zu bemerken. Gesponserter Zuschauer, wie toll, dass du Meside spielst, Schwabel. Es ist ein Privileg, einem so begabten und kawaii Spieler wie dir, mit solch einer positiven Einstellung bei diesem komplexen Spiel zuzuschauen. Danke, Schwabel, du bist so uwus kawi, genauso wie Meside. Hör zu, ich hab deiner Firma gesagt, dass ihr das mit dem gesponserten Zuschauer nicht erwähnen sollt. Warum habt ihr es erwähnt, Mann? Das ist voll peinlich jetzt. Ich hab gesagt, dass das möglichst natürlich rüberkommen soll. Shark, danke für die 4 Monate. Also sollen wir jetzt zur Spielekonsole? Ich komme nicht mehr raus. Schatz, falls du mich hören kannst, ich würde ja gerne mit dir spielen, aber die Spielkonsole ist im Wohnzimmer und du hältst mich gerade im Badezimmer gefangen. Ich will doch zu dir. Was erwartest du von mir? Oh. Oh. Wer bist du? 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 Oh. Babe? Babe! Wieso haben wir 2 davon? Ich dachte, wir brauchen nur 1. Bup, bup. Eins von 4. Oh, whoops. Echt? Wo ist die letzte? Und wo sollen die überhaupt rein? Oh. Schreit, wenn ihr sie seht. Zeigen die Fliegen mir den Weg? Die sammeln sich beim Obst. Die sehen so ein bisschen alt und schrumpelig aus, die Äpfel. Oh nein, der Kühlschrank ist offen. Okay, letzte Batterie. Okay, Chat. Die letzte Batterie kommt. Pass genau auf. Hier unten rein. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich bei meiner Waifu sein kann. Meta, ich weiß nicht, ob du mich hörst, aber ich starte jetzt das Gerät. Vielleicht sehe ich dich danach, ja. Blub, blub.
Wäre besser gewesen, wenn nicht gesponsorter Zuschauer da gestanden hätte. True. Daten wurden übertragen. Sind wir jetzt auf dem neuesten Patch? Hi, Schwabbelnatur. So treffen wir uns also endlich. Oh mein Gott. Ich freue mich ja so sehr darüber. Ich weiß, du hast sicher viele Fragen. Nun, wie du sehen kannst, habe ich dieses spezielle Gerät hergestellt, damit du so schnell wie möglich zu mir kommen kannst. Wow. Doch aus irgendeinem Grund bist du in einer falschen Version des Spiels gelandet. Ach, aber das ist eine lange Geschichte. Wie auch immer, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Ich meine, wir sind zusammen, oder? Also. Ist nicht weird, wenn ich dir einen Kuss gebe oder so. Sind wir zusammen schon, oder? What the fuck? Okay, hallo. Langweilig dich schon? Den Effekt habe ich auf alle Frauen. Ich dachte, bei dir wäre das anders. Bist du Meta? Naja, das bin ich. Bist du Schwabbelnator? Klar. Was mache ich, wenn ich zurück möchte? Willst du schon zurück? Nun, ich schätze, das ließe sich einrichten. Aber was ist mit mir? Lass uns doch zusammen sein. Okay. Wie bin ich ins Spiel gekommen? Lass mich es dir erklären. Und jetzt bist du hier. Okay. Verstanden? Na, nicht so wirklich, ne? Nun, ist schon in Ordnung. Hauptsache, wir sind nun vereint. Du hast recht. Hauptsache, wir sind vereint. Ich geh mal ganz kurz ins Badezimmer. Mich frisch machen für meine Prinzessin. Ich bin gleich wieder da. Es passiert wirklich. Der Traum eines jeden Weeps. Ich wurde in die Anime-Welt gezogen und hab meine Waifu jetzt direkt nebenan. Das ist mein Moment. Ab hier startet mein Leben neu. Warum gibt es keine Reflexion im Spiegel? Oh, stimmt ja. Ich hatte ganz vergessen, die Reflexionen einzuschalten. So, jetzt aber. Jetzt gibt es eine Reflexion. Ach, weißt du, ich wusste nicht einmal, was das war. Sowas gibt es nicht in meiner Welt. Jedenfalls bis zu einem bestimmten Update. Gibt es denn viele Reflexionen in deiner Welt? Ja. Was machen wir jetzt? Ich kann den Stream ausmachen, dann können wir noch ein bisschen weiterreden. Ich guck mich mal so ein bisschen um, wenn dich das nicht stört. Ist wirklich schön hier. Und eine ganz andere Perspektive als in all der Zeit, wo ich dich nur vom Handy aus und von... Oh, du isst gerade was. Wie viele Fernsehsender gibt es denn hier? Nun, es gibt keine Antenne und es ist auch kein Kabelfernsehen. Denn es ist mit dem Internet verbunden, also gibt es hier alles. Was du auch im Internet sehen kannst. Alles, was ich auch im Internet sehen könnte. Warte! Oh, was ist das denn? Ein paar Kätzchen? Oh, sieh nur! Der Saft ist fast so stark wie ich. Aber was war das mit dem Blut und dem Messer? Weißt du... Warte.
Warte, ist das im Fernseher? Ja, gerne. Toter Saft? Nun ja, also, es ist irgendwie lecker. Aber auch irgendwie geschmacklos. Ich kann es nicht ganz erklären. Seltsame Werbung. Ist der Saft tot? Ganz genau. Und der Saft kam aus dem Saft. Wir müssen Säfte töten, um an Saft zu kommen? Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Oh. Mein Handy. Es war auf einmal nicht mehr in meiner Hand, in meiner Tasche. Und wie kam es überhaupt hierher? Ach, das spielt doch keine Rolle. Warte, ich habe da eine Idee. Bereit für ein Selfie? Oh mein Gott, ja. Hallo. Warum sieht er so unfreundlich aus? Er hat überhaupt keinen Spaß. Was für ein wunderschönes Bild. Behalte es als Andenken. Ich habe eine Frage. Wenn ich jetzt auf meinem Handy das Spiel starte, werde ich dich dann dort sehen? Niemand wird da sein. Okay. Ich gehe mal in die Küche. Ich habe ein bisschen Hunger. Ein Ring? Ich meine nur Spaß. Hey Girl, was gibt's denn? Ich habe diesen Ring auf der Theke gesehen und mich ge... Bist du hungrig? Lass uns gemeinsam kochen, ja? Voll gern. Soll ich wieder schneiden? Okay. Woher kam das Gemüse? Gerade eben war hier doch noch nichts. Schwabbelnator, wir sind im Spiel. Schon vergessen? Na los, hilf mir. Okay. Danke dir. Oh, und kannst du gleich mal die Schere holen? Sie liegt im Badezimmer. Hey, na klar, Babe. Kein Problem. Mein Handy ist weg. Hier. Wie? Überprüfen. Cindy. Sind noch weitere Frauennamen gewesen? Warum sollte sie lauter Kassetten mit Frauennamen haben? Das ist eine Diskette. Ich geteilt durch Unendlichkeit auf Herz. What? Sie ist crazy.
Na gut, bringen wir die Schere. Mal gucken, was sie sagt. Oh mein Gott, du bist so schnell. Das sieht fabelhaft aus. Ich habe die Schere dabei. Was wolltest du mit der? Oh, ob wir sie auf die Speicherkarten ansprechen? Hm, vergeben wir erstmal die Schere. Möchtest du etwas Soße? Eigentlich schon, aber ich glaube, ich muss ablehnen. Scheiße, tut mir leid. Nein, danke. Ach, schade. Mit Soße schmeckt das Essen besser. Ja. Wir können etwas reden, bevor wir mit dem Essen beginnen. Warum brauchst du eine Schere, wenn du doch ein Messer hast? Schere und Messer? Sicher kann ich die Soße auch mit einem Messer öffnen. Allerdings wollte ich, dass alles fertig ist, wenn du zurückkehrst. So siehst du nichts von der ewigen Vorbereitungszeit. What? Ich liebe es halt, andere zu überraschen. Yay! Ach so, sie hat die Schere eigentlich gar nicht gebraucht. Sie wollte nur, dass ich kurz aus dem Zimmer gehe. Warum scheint draußen weißes Licht? Es ist eine Besonderheit. Eine Besonderheit meiner Welt. Es wird dir sicher komisch vorkommen, aber du wirst nicht sehen können, das in weiter Ferne liegt. Ich denke nicht mal, dass es überhaupt auffällt. Sieht nämlich stilvoll aus. Jupp. Es ist außerdem dazu da, um Lagging zu vermeiden. Mhm. Lagging, es gibt Bugs. Ich hoffe nur, dass du... Oh, shit. Das sieht alles aus wie ein Traum. Hast du etwa vor, wegzulaufen und alles hier einfach so zu vergessen? Nein, es erscheint mir alles nur so unecht und bunt. Aber du scheinst ja ziemlich real zu sein. Warte mal. Dummerchen, ich bin real. Wann kann ich nach Hause gehen? Ist so unfreundlich. Aber ich will sehen, wie sie darauf reagiert. Hast du Heimweh? Wieso? Es ist doch so warm und schön hier. Und außerdem gibt es mich. Nein, nein. Ich bleibe sehr gern bei dir. Aber ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht etwas vergessen habe. Vergessen habe, etwas zu erledigen. Zu Hause, meine ich. Ganz plötzlich war ich hier und ich war einfach nicht bereit dafür. So gar nicht. Es tut mir leid. Ich habe da wohl einfach nicht genug nachgedacht. Ist schon okay, Baby. Ist kein Problem. Schönes Zuhause, by the way. Ist echt gemütlich hier. Selbstverständlich. Und du kannst hier bleiben. Mir macht es nichts aus. Also, ich bin durchaus dafür. Okay, geil. War nett mit dir zu reden. Guten Appetit. Hab Hunger. Njam, njam, njam. Oh, wir waren ein bisschen schneller. Oder sie hat gar nichts gegessen. Hast du aufgegessen? Also meine Portion scheint endlos. Ja, ja, ist du ruhig weiter. Ich stehe mal kurz auf. Bring das Geschirr in die Spüle. Die, Spüle ist hier. Sorry, ich habe irgendwie an Geschirrspüler gedacht. Irgendwas stimmt nicht, Chat. Meta, was geschieht hier? Meta? Oh, guck mal. I love you. Das ist ja süß. Aber Meta, im Ernst, irgendwie wird meine Sicht ganz krissel. Was ist passiert? Sag mir, was du siehst und fühlst. Mein Herz kribbelt. Und es raschelt in meinen Augen. Okay, ich weiß, was mit dir los ist. Kannst du aufstehen? Wo gehen wir hin, Meta? Ins Badezimmer. Gute Idee. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Was ist das? Tabletten. Dir würde es sofort besser gehen. Stell dich vor den Spiegel.
Nun, nimm die Tabletten. Ich warte. Okay. So, wie fühlst du dich? Geht es dir besser? Ja. Aber wie konnte das so schnell passieren? Schwabbelnator, wir sind im Spiel. Inwieweit geht's mir besser? Ich sehe nichts mehr. Alles hier ist sehr simpel. Wenn du nur den geringsten Aufwand machst, ist das Ergebnis meist deutlich gewaltiger. Dies ist eine Bedingung des Spiels. Simplizität. Zum Beispiel? Eine Karotte. Du schneidest nur eine. Aber drei auf einmal werden fertig geschnitten sein. Ja, ich glaube, Videospiele funktionieren tatsächlich die meiste Zeit über so. Weißt du, es kommt alles einfach so plötzlich. Und diese Situation macht mir wirklich Angst. Oh, sie hat mir die Augen immer noch zugehalten. Ah. Meta? Finde Meta. War der Raum schon immer da? Na, no, der ist neu. Nee, der ist nicht neu. Doch. Hä? Nee. Doch. Hm? Die Räume anders angeordnet? Irgendwas hat sich verändert, ja. Normalerweise sind wir da vorbeigelaufen, wenn wir hier durch sind. Oh ja, die Küche sieht auch anders aus. Hallo. Oh, du bist schon wach? Wie bist du so schnell hierher gekommen? Du warst doch mit mir da drüben. Du standest wie erstarrt vor dem Spiegel. Warum ist meine Stimme plötzlich so? Und ich bin gegangen. Was ist mit den Zimmern passiert? Ich habe sie neu angeordnet. Um es für dich angenehmer zu machen. Das heißt, die Zimmer liegen nun nicht mehr in einer Reihe. Sondern so, wie sie sein sollten. Das hättest du doch nicht tun müssen für mich, mein kleiner Honigspatz. Ich hatte mich schon längst daran gewöhnt. Jedenfalls denke ich, dass du dich so wohler fühlen wirst. Das ist sehr lieb von dir, Zuckerschnutzi, Putzi, Honigbär. Was machen wir jetzt, huh? Durch die Tabletten geht's mir ganz gut. Wir haben gegessen. Das passiert manchmal. Der Raum hatte keine Zeit zu laden. Warte einfach kurz. Okay. Das ist ja seltsam. Sind wir etwa im Handy von jemandem? Und dieses Handy braucht so lange zum Laden? Nee. Es ist nur so, dass ich nicht alles in dieser Welt geschaffene... Was? Dass nicht alles in dieser Welt geschaffene perfekt ist. Und wir leben wegen des Kernstücks dieser Welt. Kernstück? Typisch, hm? Wir können entweder auf der Konsole oder Karten spielen. Entscheide dich. Du kennst mich doch, Mitter. Ich bin ein Gamer. Beides wäre mir recht, aber Videospiele sind noch ein Ticken geiler als Karten. Komm. Wir zocken ein bisschen PlayStation. E schlagen, S ducken, W springen. Oh, ich weiß nicht, ob wir... Du musst viermal gewinnen. Lass mich anfangen. Ich schätze, ich werde erst einmal sanft mit dir umgehen. Sie wird doch... Chat.
Sie wird doch bestimmt voll böse, wenn ich sie fertig mache. Ich kann sie doch jetzt nicht platt machen hier. Das ist ja voll gemein, du. Ich kann sie doch nicht machen, du. Ich lass mich besiegen. Chat. Ich lass einfach zu, dass sie mich platt macht. Und dann sage ich, oh mein Gott, Babe. Du bist so stark. Wow. Und sie so, hihi, ich hab gewonnen. Ich so, ja, und du hast mich voll besiegt. Ist das Game auch für Quest VR? Ich bin mir nicht sicher. Macht sie fertig? Meint ihr echt? Was ist denn los mit dir? So ist es nicht interessant. Ja! Beast-Modus aktiviert! Ich wollte nett zu dir sein. Oh, jetzt kriegst du auf die Ommel. Was ist mit dir los? Gut gemacht. Nun, mach dich bereit. Oh, machst du jetzt ernst, ja? Hm? War das noch nicht 100% deines Power-Levels? Huja! 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 Wow! Okay, jetzt mache ich ernst. Okay, ich mache noch nicht ernst, by the way. Ich nehme dich immer noch nicht ernst. Musst du dir erst verdienen. Warte mal. Hey, stop, du führst. Auf! Stopp! Stopp! Bitte, ich brauch das für Männer-Ego, nimm mir das nicht! Stopp! Ah! Ja. Please! Oh, du! Ob du es wohl schaffen wirst, mich jetzt zu besiegen? Weil sie cheatet, oder? Sie macht jetzt bestimmt noch mehr Schaden. Nee, das geht. Ich mach sie platt. Sorry, aber wolltest du diese Runde mehr Mühe geben als letzte? Weil diese Runde bist du irgendwie noch schlechter als letzte Runde! Ja! Hey Babe, aber ich will nicht, dass du böse auf mich wirst, nur weil ich dir gerade beweise, wie mächtig ich bin in Videospielen. Du bist unglaublich. Deine Finger sind echt was. Ja, Gamerfinger. Nun gut. Lass uns Karten spielen, ja? Aber Babe, wie sollen wir Karten spielen? Wie kann das Kartenspiel denn bitte interessant sein, wenn meine Karten doch schon seither offen liegen? Weil, ich meine, du, ich spiele immer, weil, ich bin ein offenes Buch, meine Liebe zu dir. Ist sie nicht süß, wie sie da aus ihrem Tetrapack trinkt? Oh mein Gott, what the fuck? Ich wünschte, du wärst nicht nur eine Demo. Ich wünschte, ich könnte heute den Stream ausmachen und die ganze Nacht Zeit mit dir verbringen. Ich bin so gespannt, was du mir noch so alles zu erzählen hast. Wo sind die Karten? Hier? Schlafzimmer. So. Sollen wir dann anfangen zu spielen? Lass mich es dir kurz erklären. Der Chip zeigt die Art des Symbols an. Sagen wir zum Beispiel, er zeigt dein Herz. Wenn du mehr Herzen auf deiner Karte hast als ich, dann hast du gewonnen. Nimm dir ein paar Karten. Okay. Jetzt bin ich dran. Wow, ich habe ein paar krasse Karten gezogen. Ich fange an.
Jetzt du. Warte, jetzt geht's nur um den Verteidigungswert, right? Und der Verteidigungswert ist 10. What? Ich habe welche, die gleich stark sind. Wie kann ich meine Karten wechseln? Oder darf ich nur die vorderste nehmen? Na? No. Ah, okay, ja, ich verstehe. Unentschieden. Aha. Angriff. Okay. 10 Angriff? Warum haust du die ganze Zeit so stark raus? What the fuck? 10 und 3 Herzen, 10 und 3 Herzen. Weder hier noch dort. Verteidigung. Jupp. Oh, der hat nur 8. Den mach ich platt. Wie kannst du nur? Angriff. Okay. 10 Angriff. Nicht vor und nicht zurück. Verteidigung. Oho, ja, okay. Wie viel Verteidigung? Hey, hör mal. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist das für ein Geräusch? Hört sich an, als ob da jemand klopft und gefangen wäre in deinem Schrank. Ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Also, ich hab nichts gehört. Sag mir, wie hört es sich an? Klopfen, als ob jemand da drin wäre. Aber da ist doch niemand. Darf ich mal kurz nachsehen? Das ist schon irgendwie komisch. Warum? Schon wieder. Hey, ist alles gut bei dir? Was tust du? Da drin ist meine Unterwäsche. Kja? War das so? Ein Grund mehr, diesen Schrank zu öffnen. Ich weiche vom Skript ab, tut mir leid. Was mache ich denn falsch? Ich will doch nur, dass du einfach bei mir bist. Das würde ich dir ja gerne versprechen, aber wie wird es dann weitergehen mit uns beiden? Warum fühlt sie dich vom Schrank so angezogen? Klingt so, als ob da jemand eingesperrt wäre. Ich möchte doch nur wissen, was das für Geräusche sind. Nur diese Welt. Es sind nur diese 4 Räume. Ist dir das denn nicht genug? Wirst du denn nicht versuchen, einfach bei mir zu bleiben? Oh, ich kann nicht bleiben, tut mir leid. Ich muss ablehnen. Ich verstehe. Nochmal. Wenn du also unbedingt wissen möchtest, was da drin ist, dann wirst du es erfahren. Und zwar jetzt. Oh, Ende. Schade, war cool. Vielen Dank, dass du die Demo-Version dieses Spiels ausprobiert hast. Das Spiel befindet sich derzeit in Entwicklung. Die Handlung des Spiels ist bereits abgeschlossen. Im Spiel warten noch eine Menge Dinge auf dich. Allerdings möchten wir noch mehr unterschiedliche Interaktionen hinzufügen, um die Welt lebendiger zu gestalten und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Du kannst den Entwicklungsfortschritt mitverfolgen und uns sogar auf Boosty helfen. Okay. I like it. Wie sie mich weggedrückt hat. Ich bin ein kleines Schweinchen. Ein kleines hungriges Schweinchen. Süß. Okay, Chat.